Was geht ab, YouTube? Ihr seid wieder in einem neuen Video. Und heute seht ihr meine hübsche Visage mal nicht, denn es ist eigentlich gar kein großartiges Vorgeplänkel notwendig. Wir starten direkt in die Session. Und es stehen an 6x3 x 187,5 Kilogramm. Wie ihr am Anfang gesehen habt, ich habe diesmal nachgezählt. Oft. Dass das Gewicht auch stimmt. Verzeihung. Es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich werde ein paar Punkte ansprechen, jetzt hier beim Beugen, als auch später beim Bankdrücken, aber zwischendurch werde ich meine Fresse halten und ihr könnt einfach die Footage anschauen. Generell auch kein sonderlich spannendes Material, aber let's get this shit to. Eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollen würde, ist, dass man bei mir etwas beobachten kann, was immer sehr schnell als Fehler geoutet wird. Und zwar, wenn ihr darauf achtet, wie weit ich meine Beine rausschiebe, dann tendieren die auf dem Weg nach oben wieder nach innen. Also die fallen ein wenig ein. Was aber tatsächlich passiert, ist, dass ich die Beine rausschiebe und beim vermeintlichen nach innen fallen, sind die Kniescheiben bzw. die Knie nun jetzt einfach wieder auf Höhe der Fußspitzen. Das heißt, die Knie fallen nicht wirklich ein, sondern sie nehmen wieder nur die Haltung ein, die sie von Beginn an eigentlich haben sollten. Das Ganze ist insofern vielleicht problematisch, weil ich mir wieder angewöhnt habe, die Knie noch weiter rauszuschieben, als es überhaupt nötig wäre. Sprich, ich werde jetzt wieder versuchen, einfach von vornherein die Knie parallel zu meinen Fußspitzen nach vorne wandern zu lassen und dann habe ich diese Tendenz auch nicht. Auch wenn es eigentlich egal ist, denn wie gesagt, es ist kein wirkliches Einfallen der Knie, sondern wieder eine Ausrichtung zur Optimalposition. Ansonsten lässt sich nur sagen, wie man sieht, beuge ich ziemlich hoch, doch ein Stück höher als noch vor ein paar Wochen und Monaten. Aber wenn ihr mal pausiert, dann seht ihr, dass das eigentlich immer noch unterhalb parallel sein sollte, nur sehr knapp. Also ich gebe wirklich keinen einzigen Zentimeter mehr weg, als ich muss. Aber passt. Das Einzige, was ich hier noch sagen kann, ist, dass ich nicht ganz zufrieden war mit meiner Spannung und generell habe ich mich auch nicht sonderlich fit gefühlt. Jetzt nicht unbedingt krank, aber vielleicht war das Gym einfach nur sehr, sehr kalt, aber ich hatte so ein Schüttelfrostgefühl, was mir die Sätze dann doch etwas schwer gemacht hat und man sieht es auf Video nicht so gut. Jetzt gerade, glaube ich, bei der nächsten Rap oder es war schon diese Rap, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja doch, es war diese. Man hat gesehen, wie ich einen Tick nach vorne falle und das Ganze wieder mit dem unteren Rücken ausgleichen musste. Naja, es gibt auf jeden Fall in Sachen Körperspannung aufbauen und vor allem den Rumpf stabil halten in der untersten Position und das nach vorne schieben der Knie, gibt es noch ein paar Dinge zu verbessern, aber ich habe das Gewicht getroffen, alle Sätze vollendet, insofern kann man das als Erfolg verbuchen. Wir tun jetzt übrigens mal so, als sei es mit Absicht, dass die Kamera anfängt nach hinten zu fallen. Schöner Übergangseffekt, oder? So, jetzt habe ich ja doch nicht meine Fresse gehalten. Ist immer witzig, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man so ein Video kommentiert. Hier lasse ich das Ganze einfach mal durchlaufen, was mein Setup angeht, um euch, naja, an einem Beispiel zu verdeutlichen, wie viel Zeit man sich gegebenenfalls auf der Bank lassen sollte, um sein Setup zu vollenden. Da gehen jetzt bei mir meistens schon gute 10 bis 20 Sekunden ins Land. Und vielleicht hätte ich mir sogar noch etwas mehr Zeit nehmen sollen, denn ich bin mit dem Kopf etwas zu weit Richtung Wand und dadurch, wie ihr seht, stoße ich beim Hochdrücken oben gegen die Halterung. Das ist natürlich behindert. Beim nächsten Satz habe ich das ein wenig korrigiert. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Form. Die Pause ist noch etwas kurz auf der Brust,
aber ich muss sagen, ich habe das auch recht intuitiv gehandhabt. Und zum Wettkampf hin, wenn es dann in Richtung 2 und 1 Wiederholung verstärkt geht, dann werde ich die Pausen wahrscheinlich noch ein wenig länger machen. Aber im Fall des Falles, dann im Wettkampf selbst die Pause länger zu machen und auf das Presskommando zu warten, ist eigentlich kein Problem. Deswegen bin ich da jetzt nicht zu hart mit mir selbst, was die Pause auf der Brust angeht. Ansonsten, Form so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das Einzige, was ich mir nicht so vorgestellt habe, war, dass die Stange anscheinend ganz schön verbogen war. Deswegen bin ich da am Rumdrehen. A la Vintage Vince Carter. Jeder, der das jetzt verstanden hat, den feiere ich auf jeden Fall. High Five an euch. Die Sätze gingen eigentlich auch ziemlich gut durch. Ich war vom Beugen schon etwas platt. Aber die 130 sind jetzt mittlerweile wieder definitiv so im Bereich angekommen, wo ich die auch 6, 7, 8 Mal hinlegen könnte. Insofern alles gut. Bank läuft so, wie sie soll, im Gegensatz zum Deadlift. Kniebeugen soweit auch. Aber ich würde echt sagen, dass die Bank im Moment am besten von allen Lifts läuft. Schön die Ellbogen draußen gehalten. Alles, wie es sein soll. Gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Nur dass gerade das Rausheben durch meinen nun etwas weiteren Griff im Gegensatz zu früher etwas problematischer geworden ist im McFit, weil ich doch immer die Haken überwinden muss und das nervt schon. Also da bin ich dann eigentlich schon froh, wenn ich im Kraftraum bin und Levo hab, der mir damit raushelfen kann. Dann noch zum Schluss die Klimmzüge, die ja ab Woche 4 nicht mehr dabei sein werden. Zum Körpergewicht kein Kommentar. Es wurden am Ende 11 Stück im ersten Satz und 9, glaube ich, im zweiten. Ich bin wirklich fett. Damn, schaut euch diesen Booty an. Wie rund der einfach ist. God damn. Welche Frau. Nein, eigentlich ist es gerade irgendwie falsch, dass ich auf meinen eigenen Booty stehe. Shit. Das sieht aber schon weiblich aus. Come at me, bitches. So ein Booty wünscht ihr euch. Naja, das war's auch schon wieder. Wie gesagt, nichts Großartiges, Spannendes. Aber ich hoffe, es war trotzdem ganz witzig und ihr habt ein paar Sachen mitgenommen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Gib dem Video ein Like. Share that shit. Do whatever with it. Und nicht vergessen, abonnieren und mutieren. Peace! Thank you.